zwei mit Schotter beladene Güterzüge auf der Mainbrücke Wiesen zwischen Bamberg und Coburg. Jeder Zug bringt eine Belastung von rund 1200 Tonnen auf Gleise und Brückenkonstruktion. In dem Fall nimmt man besonders die schweren Züge, um die maximale Belastung eigentlich für das Bauwerk zu erzeugen, damit man im späteren Betriebszustand eigentlich immer unter diesen Maximallasten bleibt, sodass man da auf der sicheren Seite ist. Und es finden dann mit beiden Zügen während der Parallelfahrt noch Bremsversuche statt, sodass dann auch noch die maximale Horizontallast mit auf die Brücken aufgetragen wird. Außerdem dienen die Belastungsfahrten zum Abbau von sogenannten Schweißeigenspannungen in der Stahlkonstruktion. An vielen Stellen sind Fühler angebracht, die unterschiedlichste Messwerte aufnehmen. Zum einen Temperaturfühler, zum anderen Dehnmessstreifen, die bei Zugüberfahrt dann die entsprechenden Werte aufnehmen, die Dehnung des Bauwerks, des Längsträgers, des Bogenhängers und die Züge dann über diese Messeinrichtung an der Schiene auch registriert werden, sodass man dort eine Zugerkennung hat und diese Verformung dann auch einer bestimmten Last zuordnen kann. Unter der Brücke laufen die Datenleitungen zusammen. Wir sind eine Messgruppe und messen das, was anliegt, und geben das dann weiter. Ja, was haben die Messungen gezeigt? Dass diese Brücke ziemlich gut dimensioniert ist und niedrige Spannungen an den Bauwerken, an den einzelnen Teilen aufgetreten sind. Die Messergebnisse stimmen mit den statischen überein, sagen wir mal so. Die Mainbrücke Wiesen und die benachbarte Flutmuldenbrücke sind als Stabbogenbrücken gebaut. Die Stabbogenbrücken wurden gewählt, damit man hier eine möglichst geringe Bauhöhe für die Fahrbahn hat. Man hat also das eigentliche Tragwerk oberhalb der Schienenkonstruktion. Damit man mit diesem Damm, den man hier ja dann auch so ein bisschen sieht, relativ flach über dem Gelände bleiben können und trotzdem aber im Bereich des Mains und der Flutmulde der Hochwasserquerschnitt gewährleistet werden kann. Das gute Landschaftsbild ist dann auch noch gegeben, ja. Beim Belastungstest fahren die alten Ludmilla genannten Dieselloks rund 10 Kilometer pro Stunde. Im täglichen Betrieb können auf den Brücken Geschwindigkeiten bis 280 km pro Stunde gefahren werden. So schnell wie nie zuvor auf Stabbogenbrücken mit Schotteroberbau. Wie auf allen anderen Brücken der Neubaustrecke VDE 81 zwischen Ebensfeld und Erfurt finden dann die sogenannten Hochtastfahrten mit dem ICES statt. Hier Bilder von Tests auf der Strecke Erfurt-Leipzig-Halle. Die Messeinrichtungen an der Brücke bleiben noch bis 2018 in Funktion, sodass auch dann, wenn ab Dezember 2017 keine Messzüge, sondern richtige ICEs fahren, weitere Daten gesammelt und ausgewertet werden.